Ich sage herzlichen Dank, dass Sie sich heute Morgen die Zeit genommen haben, sich anzuschauen, was wir mit der FA Workbench Neues für Sie bereitgehalten haben. Und ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam hier reinschauen können und uns einmal anschauen, wie das neue Release so aussehen wird. Zunächst mal zwei Worte zur FA Workbench. Was ist das? Die FA Workbench ist das Vehikel der FVA, um die Forschung, die in der FVA passiert, in die Anwendung zu bringen. Das heißt, mit der FVA Workbench kommt die Forschung anwendungsgerecht und gebündelt an den Schreibtisch des Ingenieurs. Dazu tragen über 50 Institute bei. In 25 Arbeitsgruppen mit Top-Experten wird das Wissen generiert und gebündelt. Und am Ende in über 200 Projekten und Studien pro Jahr aufbereitet und der Fachwelt zur Verfügung gestellt. Wir bekommen diese Inhalte und bereiten diese auf als Ready-to-Use-Lösung, um die dann dem Anwender zur Verfügung zu stellen und das Wissen dann aufbereitet und einfach zu benutzen, dann in die Anwendung zu bringen. Ich möchte gerne heute über die neuen Features in der FVA Workbench 6.0 sprechen. Dazu würde ich als erstes auf die neuen Funktionen in der Oberfläche eingehen, danach ein Spotlight werfen auf die Stirnradberechnung. Da haben wir einige neue spannende Dinge. Dann schauen wir, was sich im Gesamtsystem getan hat. Kurze Demonstration, was wir bei den Kegelrädern gemacht haben. Und dann haben wir auch neue Berechnungen im Portfolio, die würde ich Ihnen auch gerne vorstellen. Sollten bei Ihnen Fragen entstehen, dann möchte ich Sie einladen, die Fragen gleich zu stellen. Ich habe jetzt leider nur einen Bildschirm da, das heißt, ich werde die Fragen wahrscheinlich nicht gleich sehen. Wenn ich sie aber sehe, dann beantworte ich die auf jeden Fall. Und ansonsten würde ich am Ende nochmal darauf eingehen und würde am Ende Ihre Fragen beantworten. Sie können auch gerne im Nachgang mit mir Kontakt aufnehmen und dann diskutieren wir das eben in gesonderten Rahmen. Als großartiges neues Feature möchte ich sagen, sind die Erweiterungen im Editor, die wir gemacht haben, in der 6.0 verfügbar. Wie man jetzt hier unten am Beispiel der Position sehen kann, kann der Editor jetzt auch die Grundrechenarten rechnen. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Positionseingabe machen möchten, dann können Sie die Position vom Anfang der Welle einfach berechnen und eintragen. Sie müssen keine Seitennotizen mehr machen, sondern können alles im Editor machen. Ein häufig geforderter Wunsch war ja auch, aus den Fehlermeldungen direkt zum Attribut zu springen, den ganzen Eingabeprozess noch weiter zu streamlinen. Und das konnten wir umsetzen. Das heißt, die meisten Fehlermeldungen, die meisten Hinweise, dass jetzt das Attribute fehlen, wurden dahingehend erweitert, dass man über das Kontextmenü direkt an das Attribut springen kann und den fehlenden Wert ergänzen kann. Wenn man große Modelle hat, dann werden die auch schnell mal unübersichtlich. Und wenn die Fehlermeldungen dann, die hantieren ja relativ häufig mit den Komponentennamen beziehungsweise den Komponenten-IDs. Und dann wird es schwierig, die im Modellbaum zu finden. Deswegen haben wir eine Suchfunktion im Modellbaum eingefügt, so dass Sie relativ einfach nach der Komponenten-ID oder dem Namen suchen können und dann im Modellbaum an die richtige Stelle geführt werden. Das wichtigste Feature in der Plattform ist aus meiner Sicht die Veränderung im Ergebnismanager. Sie kennen das Fenster vielleicht aus der FVA Workbench 5.0, wo Reports abgespeichert werden, beziehungsweise die Reports generiert werden und Sie dann mit der Reportvorlage Ihre Reports dann anpassen können, so dass Sie damit arbeiten können. Jetzt war ein Hinweis, der aus unserem Anwenderkreis kam, dass
die Reports sich schlecht vergleichen lassen. Und wir haben uns dahingehend Gedanken gemacht und sind jetzt mit einer Lösung, haben jetzt eine Lösung gefunden. Das heißt, der Ergebnismanager, der speichert jetzt keine Reports mehr, sondern der speichert Ergebnisse. Und dadurch, dass das die Ergebnisse in sich valide Modelle sind, kann man jetzt auch auf Basis der Daten Vergleichsreports erstellen und kann Reports miteinander vergleichen. Ich würde Ihnen das nachher auch gerne mal zeigen, damit Sie einen Eindruck davon bekommen, wie das Ganze funktioniert. Das Ganze sieht dann so aus, dass die Reports nebeneinander dargestellt werden. Dadurch, dass das vollständige Modelle sind, die Sie da vergleichen, können das auch komplexe Änderungen sein. Das bedeutet, wenn Sie jetzt sich anschauen möchten, welchen Effekt eine Veränderung einer Lagerungsbedingungen hat, dann können Sie die Lagerung verändern und können sich anschauen, wie Ihre Ergebnisse durch diese veränderte Lagerung sich verändern. Oder Sie können Veränderungen machen an Ihrem Modell, an der Verzahnungsgeometrie, und Sie sehen eben alle Stellen gehighlightet, wo diese Veränderung einen Effekt hat. Dazu haben wir morgen auch nochmal ein Webinar. Morgen um 10.15 Uhr möchten wir Sie einladen, sich das Ganze nochmal anzuschauen. Da würde der Kollege Markus Biesons, der das Ganze maßgeblich entwickelt hat und das Ganze spezifiziert hat, möchte Ihnen dann nochmal zeigen, wie das Ganze funktioniert, welche Möglichkeiten Sie haben. Und sagen wir, auch über den Reportvergleich hinaus gibt es relativ coole Features im Reporting-System, die sich auf jeden Fall rentiert anzuschauen. Ich möchte Sie einladen, wenn Sie morgen Zeit haben, zwischen 10.15 Uhr und 11 Uhr, dann können Sie sich direkt aus erster Hand mal anschauen und erklären lassen, welche Neuerungen es dort noch gibt. Wir hatten ja in den Arbeitskreissitzungen relativ häufig angekündigt, dass wir die Verzahnungsgeometrie, so wie sie in der FAA Workbench 5.0 berechnet wird, nur mäßig zufrieden sind. Das Ganze war uns zu langsam. Wir fanden, dass das interne Verändern von Werkzeugen und Geometrien nicht gut ist, vor allem wenn man nicht ausreichend darüber informiert wird. Und haben deswegen die Verzahnungsgeometrie neu implementiert und das Ganze modularisiert und können jetzt mit den modularisierten Ergebnissen eine schnellere Berechnung anbieten. Wir können die Ausgaben im Reporting besser darstellen und vor allem, weil wir jetzt alle Daten zur Verfügung haben, können wir die Daten noch exportieren, beispielsweise als 3D-Modell, als CAD-Export oder eben über Skripte. Jetzt, da wir den gesamten Algorithmus in unserer Hand haben, ist es auch einfacher für uns, Ihnen Hilfestellung zu geben, wenn sich in der Verzahnungsgeometrie Probleme ergeben. Beispielsweise in der Optimierung hat man immer wieder die Fragestellung, dass man die Kopfkreise anpassen muss. Jetzt gibt es verschiedene Randbedingungen, durch die die Kopfkreise begrenzt werden, beispielsweise durch die Zahnkopfdicke, wie in diesem Beispiel, aber auch durch die Spitzgrenze, und uns war es eben ein Anliegen, Ihnen möglichst aussagekräftige Fehlermeldungen zu geben, sodass Sie direkt damit weiterarbeiten können. Hier in dem Fall wird dann auch direkt der Maximalwert angegeben, sodass Sie relativ einfach dann weiterarbeiten können und Ihr Modell so anpassen, dass die Ergebnisse sich verbessern. Ich hatte es gesagt, das Ganze läuft jetzt deutlich schneller. Früher hatten wir im Schnitt etwa 1,5 Sekunden Rechenzeit mit ST Plus und damit hat das Ganze 25% der Gesamtrechendauer für eine Gesamtsystemberechnung gedauert, und das war uns etwas zu lang. Durch die Modularisierung, wenn man das jetzt neu aufbaut, kommt man auf unter eine Sekunde, und das ist jetzt nur bei der ersten Berechnung. Bei jeder folgenden Berechnung können auch
Teile aus den vorangegangenen Rechnungen wiederverwendet werden, so dass man da auf zum Teil unter 0,5 Sekunden kommt. Das heißt, das Ganze ist schon deutlich optimiert und deutlich schneller als vorher. Das Schöne ist, die Geometrie wird jetzt immer gerechnet. Das bedeutet, der Schalter Geometrie rechnen, der jetzt in der FVA Workbench 5.0 und 5.6 vorhanden war, der ist entfallen und Sie können jetzt immer die Ergebnisse sich anschauen. Ich hatte es gesagt, dadurch, dass wir jetzt alle Ergebnisse in der Hand haben, können wir auch verschiedene Exportmöglichkeiten anbieten. Beispielsweise lässt sich im Reporting der Zahneingriff darstellen. Wir können die Daten in der 3D-Umgebung darstellen mit exakter Fußausrundung. Und alles, was wir in der 3D-Darstellung darstellen können, können wir auch exportieren. Und so haben Sie ab der Workbench 6.0 die Möglichkeit, die exakten Verzahnungen zu exportieren. Über Scripting haben Sie da dann natürlich auch die Möglichkeiten, auf die Daten zuzugreifen, die Verzahnungsgeometrien beispielsweise über ein Skript in eine Excel- oder CSV-Datei auszuleiten und so dann den Loop zu schlagen hin zu Ihrer Konstruktion, die sich dann aus den Daten den Verzahnungsstempel extrahieren können. So sehen dann die neuen Verzahnungsausgaben im Reporting aus. Sie kennen das Prinzip aus den vorangegangenen Workbench-Versionen. Wirklich neu ist das Bild rechts unten mit der Kopfeingriffskurve, so dass Sie jetzt bei Eingriffsstörungen auch den Ort der Eingriffsstörung identifizieren können und daraus dann Gegenmaßnahmen ableiten können. Zur Verzahnungsgeometrie werden wir am 5.6. auch ein Webinar anbieten. Da zeigt Ihnen dann Dr. Wikidal, welche Neuerungen wir gemacht haben, welche Möglichkeiten Sie damit haben, wie sich das Ganze exportieren lässt und zeigt auch ein Stück weit den Unterschied zwischen ST+ und der neuen Verzahnungsgeometrie auf. Selbstredend haben wir natürlich auch die Neuerungen, die in der ISO 6336 2019 umgesetzt wurden, in der Workbench 6.0 eingebaut. Das heißt, Sie können dann mit dem Release der FVA Workbench 6.0 mit der neuen ISO 6336 rechnen. Dazu gab es ja jetzt schon einige Präsentationen. Wir haben das Ganze so umgesetzt, dass Sie es möglichst einfach haben, mit den Features der FVA Workbench die Ergebnisse zu vergleichen. So können Sie pro Rechengang entweder nach ISO 6336 2006 oder ISO 6336 2019 rechnen. Mit den Vergleichsfeatures im Reporting können Sie dann aber auch relativ einfach abgleichen, wodurch sich die Ergebnisse verändern und entsprechend dann Gegenmaßnahmen treffen. Wenn Sie genau wissen möchten, was sich da verändert hat in der neuen ISO, hat die FZG im FVA-Vorhaben 814 die Veränderungen dokumentiert und hat das Ganze eben in einer Studie zusammengefasst. Ich kann Ihnen das Dokument nur ans Herz legen. Schauen Sie sich an, was die Kollegen von der FZG dort gemacht haben im Normenvergleich. Und da kriegen Sie dann auch nochmal einen Überblick, wie sich Ihre Ergebnisse möglicherweise verändern könnten. Als weiteres FVA-Vorhaben, was wir in die FVA-Workbench integriert haben, haben wir den Functional Closed Loop. Die grundsätzliche Idee dahinter ist, man sucht nach einer Möglichkeit, Ausschuss weiter zu reduzieren. So kommt es hin und wieder vor, dass man Grenzfälle in der Fertigung hat, wo man sich nicht sicher ist, die eben außerhalb der geometrischen Toleranz liegen, die aber bei geschickter Kombination möglicherweise trotzdem innerhalb der funktionalen Toleranz lägen. Funktionale Toleranz heißt an der Stelle ein gewisses Anregungsverhalten, eine maximale örtliche Pressung
oder eben eine gewisse Zahnfußspannung. Mit der FAA Workbench gibt es die Möglichkeiten, diese Größen zu berechnen. Und jetzt könnte man mit der FAA Workbench und den Messdaten hier eine Möglichkeit schaffen, die Daten freizugeben oder die Teile freizugeben. Und wir haben die FAA Workbench befähigt, GDE-Daten einzulesen und mit den GDE-Daten eine Berechnung durchzuführen. Mich würde jetzt interessieren, verwendet Ihr Unternehmen bereits GDE-Messdaten? Ist das deswegen ein Feature, wo Sie direkt integrieren könnten in Ihren Entwicklungsprozess oder sind Sie mit Ihrer Fertigung noch nicht so weit? So, ich würde die Kurzumfrage jetzt schließen. Ich hoffe, Sie haben alle abgestimmt. Das Ergebnis ist relativ eindeutig. Die meisten von Ihnen verwenden noch keine GDE-Daten, aber 6% verwenden immerhin die GDE-Daten. Mich würde interessieren, im Rahmen von unserem Beta-Test, vielleicht kommen Sie ja dazu, das Feature mal zu testen, dass Sie uns vielleicht noch mal Rückmeldung geben, wie Sie damit zurechtkommen, ob das für Sie eine Möglichkeit wäre, mit den GDE-Daten Ihre Teile vielleicht noch weiter zu optimieren. Ich würde Ihnen gerne jetzt mal zeigen, wie das Ganze in der FAA Workbench aussieht, wie man mit den GDE-Daten umgeht. Und würde Ihnen in dem Zusammenhang auch direkt mal den Reportvergleich zeigen. Dazu füge ich eine neue Komponente ein, eine Stirnradstufe. Und soweit kennen Sie das Ganze ja aus den alten Versionen. Jetzt gibt es hier oben im Zahnrad die Möglichkeit, neues Rad aus GDE-Datei einlesen. Ich habe jetzt hier einmal ein Testbeispiel und Sie sehen, das Rad wird direkt aus der GDE-Datei bedatet, soweit die Daten eben zur Verfügung stehen. Der normale Eingriffswinkel wird bedatet und über die Constraints werden der Modul, der Achsabstand befüllt. Entsprechend kann ich jetzt hier das zweite Rad anpassen. Ich sehe jetzt hier, dass die Zahnbreite mit 36 angegeben ist. Also würde ich das Ritzel hier dazu noch etwas verbreitern auf 36. Dann passe ich die Positionen an auf 20. Und würde den Werkstoff anpassen. Soweit so gut. Hier unten sehen Sie direkt die neue Verzahnung. Und jetzt könnte man sich das Ganze auch mal im 3D-Modell anzeigen lassen. Hier gibt es jetzt hier die neue Option präzise Geometrie anzeigen. Jetzt wird im Hintergrund die Verzahnungsgeometrie gerechnet. Und Sie sehen im 3D-Modell direkt, wie die Zahnfußausrundung aussieht, wie sich die Zähne darstellen und wie sich der Eingriff darstellt. Wenn man das Ganze doch eher zahlenmäßig beurteilen möchte, gibt es hier auf der Stirnradstufe die Verzahnungsgeometrie als Hauptgeometrie-Rechenziel. Das Ganze kann man durchführen. Und ich wähle jetzt hier die neue Reportvorlage Stirnrad Geometrie und jetzt kann ich hier direkt einen neuen Report erstellen. Die Reportvorlage orientiert sich an den Ausgaben von ST Plus, auch an der Reihenfolge haben wir das versucht so anzuordnen, dass Sie sich da auskennen. Wenn Sie sich mit den alten Textausgaben ausgekannt haben, dann werden Sie sich mit der neuen Reportvorlage auch auskennen. Das Ganze haben wir eben ergänzt um die Eingriffsanalyse und das spezifische Gleiten für und hier unten dann nochmal für die Stirnräder die Darstellung vom Zahnprofil und dem Werkzeug. Gut. Jetzt würde ich einfach das Modell, was wir haben, ergänzen um einen Leistungsfluss.
treiben das Ganze mit 80 kW an und auf der zweiten Welle legen wir einen Abtrieb. Damit haben wir den Leistungsfluss definiert. Wir müssen noch den Antrieb definieren. Und jetzt ist unser Modell bereit für eine Tragfähigkeitsberechnung. Sie sehen hier unter der Stirnradstufe sind beide Tragfähigkeitsberechnungen verfügbar, sowohl die ISO 6336 2006, die wir jetzt einmal durchführen können. Jetzt muss ich noch einen Schmierstoff eingeben. So, sind beide Verzahnungstragfähigkeiten ISO 6336 2006 und die ISO 6336 2019 verfügbar. Ich lege das KH Beta mit 1,2 fest. Sie haben gesehen, ich kann jetzt hier über Gehe zu im Kontextmenü direkt auf den Wert springen. Genau das gleiche mache ich auf der ISO 6336 2019. Und Sie sehen, hier wachsen die Modelle an. Hier haben wir jetzt die Berechnung aus der ISO 6336 2006. Und hier haben wir die Berechnung aus der ISO 6336 2019. Und jetzt würde ich Ihnen gerne mal zeigen, wie man die beiden am besten vergleicht. Dazu lege ich die ISO 6336 als Referenz fest und klicke auf das zweite Ergebnis, ISO 6336 2019. Und im Kontextmenü finde ich den Punkt mit Referenz vergleichen. Jetzt erstellt die FVA Workbench einen Vergleichsreport und Sie sehen hier oben, die kann man hier durchscrollen. Sie sehen, die Geometrie, die hat sich nicht verändert. Wenn ich jetzt allerdings die Reportvorlage als Gesamtsystemreport auswähle, neu vergleiche, dann werde ich die Unterschiede sehen. Beispielsweise hier in der Sicherheit. Da hatte ich früher eine Sicherheit von 0,948. Das Ganze hat sich jetzt reduziert auf 0,866. Die Zahnfußsicherheit dagegen ist gestiegen. Das Ganze kann man sich jetzt genauer anschauen. Beispielsweise hier in den Übersichtstabellen zur ISO-Berechnung. Und hier werden jetzt im Detail aufgeführt, welche Größen sich verändert haben. Und jetzt können Sie hier eben nochmal Gegenmaßnahmen ergreifen. Wunderbar, dann würde ich zurückgehen in die Präsentation. Wir wurden häufig gefragt, wie es in der Workbench aussieht mit Fliehkrafteinfluss, insbesondere bei Planetengetrieben. Wir haben uns daraufhin dann die Fliehkraft mal angeschaut und man würde, so wie man das vom Studium kennt, ausgehen, na, das ist ein Einzeiler mit der Fliehkraftberechnung als Punktmasse. Wir haben uns dann aber das Ganze nochmal genauer angeschaut und haben festgestellt, dass man Planeten nicht einfach als Punktmasse annehmen kann. Da macht man Fehler. Und der Fehler, der kann bei gängigen Baugrößen, so wie man das jetzt hier am rechten Diagramm sieht, kann durchaus auch mal 6% betragen bei so einem Modell hier unten. Und deswegen haben wir uns das mal genauer angeschaut und haben einen Korrekturfaktor eingefügt. Und mit diesem Korrekturfaktor lässt sich der Fehler, den man über die Punktmassenbetrachtung macht, ausgleichen. Und so hat man dann die präzisen Berechnungen in der FVA Workbench. Weiterhin kann so ein Fliehkrafteinfluss auch zum Rückflankenkontakt führen und da wäre es dann praktisch, wenn man den auch direkt mit ausgegeben bekäme. Und die FVA Workbench, die detektiert
mit der neuen Version Rückflankenkontakt, gibt das Ganze dann als Warnung aus, sodass Sie dann auch sehen können, um wie viel Sie denn das Flankenspiel erhöhen müssen, um im berechneten Lastfall dann einen Rückflankenkontakt zu vermeiden. Weitere Einflüsse könnten beispielsweise sein, wenn die Durchbiegung im Zahnkontakt zu groß ist oder bei lastabhängigen Achsabständen. Den lastabhängigen Achsabstand, den habe ich jetzt gerade übersprungen, da war ich etwas zu schnell. Den hatten wir auf dem vergangenen HMA Fall Technical Meeting vorgestellt und hatten hier ein Modell dabei, was sehr extreme Auswirkungen hatte, wenn man den lastabhängigen Achsabstand mit berücksichtigt hat. So ein extremes Beispiel habe ich heute nicht dabei, aber man sieht es trotzdem, dass es auch bei sehr steifen Modellen einen Einfluss hat. Deswegen ist der lastabhängige Achsabstand in der FVA Workbench ab der 6.0 immer dabei. Und Sie haben dann die Möglichkeit zu entscheiden, ob Sie mit Nennachsabstand berechnen möchten oder ob Sie mit dem lastabhängigen Achsabstand Ihre Tragfähigkeitsberechnung durchführen möchten. Ich habe jetzt hier mal zwei Ergebnisse mit dabei. Man sieht es in der Pressungsverteilung, die maximale hertzsche Pressung, die steigt beim lastabhängigen Achsabstand gegenüber dem Nennachsabstand und auch in der Drehwegabweichung steigt die Schwingungsbreite an gegenüber dem Nennachsabstand. Das ist jetzt in dem Fall nicht viel, aber insbesondere, wenn man flexible Gehäuse hat oder weiche Lagerungen, wenn man biegeweiche Wellen hat, mit größeren Wellenbiegelinien rechnen muss, dann sollte man sich das auf jeden Fall anschauen, weil hier könnte das nochmal einen Einfluss haben. Genau, Rückflankenkontakt habe ich erwähnt. Ein weiteres Feature, was an uns herangetragen wurde, ist die Schädigungsberechnung, wenn man mehrere Schaltstellungen hat. In den vergangenen Workbench-Versionen war es so, dass man immer nur für eine Schaltstellung berechnen konnte, wie sich die Last oder wie sieht die Verzahnungstragfähigkeit aus, wie sieht die Wellentragfähigkeit aus, wie sieht die Lagerlebensdauer aus. Und man musste das dann manuell superponieren. Das Ganze haben wir jetzt in die Workbench integriert und Sie können dann für jeden Gang ein eigenes Lastkollektiv angeben mit einem eigenen Zeitanteil. Und das Schöne ist, Sie können das dann auch direkt auf die Wellentragfähigkeit mit anwenden, weil über die Wellentragfähigkeit mit FKM haben Sie jetzt hier ein neues Werkzeug mit an der Hand, um auch die Wellentragfähigkeit im Lastkollektiv beurteilen zu können. Ich würde Ihnen das gerne auch nochmal zeigen, wie das Ganze dann im Modell aussieht. Ich habe hier mal ein Modell aufgebaut mit zwei Schaltstellungen. Jede Schaltstellung hat einen eigenen Gang. Und Sie können das Ganze aktivieren, wenn Sie hier bei der Berechnungsauswahl den Haken Lastkollektiv berücksichtigen anschalten. Und dann wird für beide, oder wenn Sie mehrere Schaltstellungen haben, dann für alle Schaltstellungen, in meinem Fall jetzt für zwei Schaltstellungen, das Lastkollektiv berechnet. Und Sie bekommen für beide Schaltstellungen eine Ausgabe, wie sich die Verzahnungstragfähigkeit auswirkt. Für meinen Fall jetzt eine Aufteilung 70-30. Und können sich das dann im Report anschauen. Ich habe das Ganze mal vorbereitet, weil die Berechnung doch etwas länger dauert. Sie kennen das. Das sind die Diagramme, die Sie auch in der Workbench 5.6 gekannt haben. Und Sie finden das jetzt eben nicht nur auf einem Rad, auf beiden Rädern von einem Gang, sondern Sie finden das jetzt auf beiden Rädern. Genau.
Jetzt muss ich ein bisschen auf die Uhr schauen, damit wir die Zeit einhalten. Was uns aufgefallen ist, wir haben mit den FE-Radkörpern ein neues Feature integriert bekommen, die Aussage, wie viel Prozent der Elemente nicht die Qualitätskriterien erfüllen. Und das hat dann häufiger dazu geführt, dass auch die Gehäuse oder Planetenträger nicht sauber vernetzt wurden. Und wir haben uns jetzt eben eine Ausgabe geschaffen, das war zunächst mal eine Debug-Ausgabe. Die haben wir jetzt nochmal ein bisschen aufpoliert und würden die auch Ihnen zur Verfügung stellen. Weil wir sind fest davon überzeugt, und das zeigt das Beispiel hier eigentlich am allerbesten, wer glaubt, der macht alles richtig, macht Fehler. Und in der Vergangenheit hätte ich gesagt, das linke Bild hier ist viel zu fein vernetzt. Heute weiß ich es besser, weil ich kann prüfen und sehe, dass ich hier praktisch keine verzerrten Elemente mehr habe. Und dieses eine verzerrte Element, was ich jetzt hier hinten hier in diesem Bereich befindet, das liegt nicht allzu sehr im Kraftfluss und dementsprechend kann ich davon ausgehen, dass ich hier weniger Fehler mache. Hier beispielsweise sind die verzerrten Elemente auf der Versteifungsrippe und hier kann ich davon ausgehen, dass ich auf jeden Fall einen Fehler machen würde. Das heißt, wer glaubt, er macht alles richtig, macht Fehler, wer es prüfen kann, vermeidet Fehler. Häufig wurde auch an uns herangetragen, dass wenn man eine Kegelradauslegung machen möchte, dass dazu eine Standard-KGD notwendig ist. Und um die Standard-KGD zu erhalten, braucht man relativ viele Informationen, die man sich aus anderen Programmen beschaffen muss. Und deswegen haben wir die Kegelrad-Vorauslegung, so wie sie in der ISO 23509 beschrieben ist, integriert in die FVA-Workbench. Das heißt, jetzt haben Sie mit dem neuen Release hier eine Möglichkeit, Ihre Kegelradgeometrie vorauszulegen und dann mit den Methoden aus BKAL genau nachzurechnen und entsprechend dann nochmal nachzuschärfen. Beziehungsweise haben Sie so eine Möglichkeit, direkt mit Ihrem Lieferanten in Kontakt zu treten und dann direkt mal über einen Vorschlag zu diskutieren, anstatt dass man da auf der grünen Wiese anfängt. Dazu bieten wir auch ein Webinar an. Und zwar wird Ihnen da Frau Hutschenreiter die Auslegungsmethode näher bringen und wird Ihnen einfach mal zeigen, welche Möglichkeiten Sie damit haben. Als neue Möglichkeit, als neue Komponente bieten wir Ihnen die Steckverzahnung an. Die Berechnungen basieren auf der DIN 5480 für die Geometrie, für die Tragfähigkeit auf der DIN 5466. Und im Hintergrund läuft natürlich das Abwälzen der Profile. Das heißt, Sie haben da auch die exakte Geometrie, können das Ganze dann exportieren und beispielsweise in einer FE-Berechnung dann einer weiterführenden Berechnung zuführen. Das sind jetzt relativ einfache Normansätze. Wir haben das Know-how, was aus den verschiedenen FVA-Vorhaben zu Steckverzahnungen entwickelt wurde, hier mit integriert. Unser Ziel ist es allerdings, die örtlichen, die höheren Methoden mit in die Workbench zu integrieren, beispielsweise eine örtliche Lastverteilung, eine Pressungsverteilung oder eine Zahnfußspannung. Und hier arbeiten wir gemeinsam mit den Kollegen vom WZL an einer Idee, wie man das Ganze berechnen könnte. Und wir hoffen, Ihnen da dann auch bald nochmal Neuigkeiten dazu zukommen zu lassen. In der neuen Workbench 6.0 sind jetzt die Methoden nach Norm DIN 5466 für die Tragfähigkeit zur Verfügung. Sie können das mal ausprobieren. Und wir würden uns da freuen, wenn Sie eine Rückmeldung für uns hätten, dass wir uns da auch einfach verbessern können. In dem FVA-Vorhaben 804 römisch 1 wurden hydraulische Komponenten
vermessen mit einer Klimakammer unter verschiedenen Viskositäten. Und wir haben diese Widerstandskennwerte erhalten und haben zusammen mit dem Aachener Lehrstuhl dann eine Auslegungsmethode entwickelt, die es Ihnen erlauben würde oder die es Ihnen erlaubt, hydraulische Netzwerke auszulegen. Das Ganze ist jetzt als Schmierstoffverteilungssystem implementiert. Das heißt, Sie haben irgendwo eine Pumpe, Sie haben Rohrleitungen, Sie haben beispielsweise T-Stücke, Düsen und können dann auf diesem Wege den Volumenstrom und den Druck an den einzelnen Komponenten bestimmen und können so sicherstellen, dass an jedem Verbraucher, beispielsweise einem Wälzlager oder an einer Stufe, dann auch der richtige Volumenstrom zur Verfügung steht. Das Ganze möchten wir Ihnen natürlich auch in einem Webinar vorstellen. Am 28.05. stellt Ihnen der Kollege Dr. Moritz Keuthen die Modellierung und Parametrisierung von so einem Schmierstoffverteilungsnetzwerk vor. Und da können Sie sich dann auch nochmal direkt mit Fragen an ihn wenden. Sollten da dann nochmal Fragen auftauchen. Damit bin ich im Großen und Ganzen durch mit meinen Ankündigungen. Mich würde jetzt erstmal interessieren, welches Feature Sie an der Workbench 6.0 am meisten überzeugt hat, welches Sie gerne als erstes ausprobieren würden. So, ich hoffe, Sie haben alle abgestimmt. Würde ich die Umfrage mal schließen. Und dann bleiben jetzt nur noch zwei Punkte zu erwähnen. Zum einen unser Release-Plan. Durch die jetzt doch relativ speziellen Zeiten, die wir durchleben, ist es so, dass sich leider eine Verspätung mit dem Release der Beta-Version eingeschlichen hat. Wir möchten lieber die Beta-Version noch mal eine Woche zurückhalten und würden die Ihnen gerne am 2.6. zur Verfügung stellen, damit Sie dort testen können. Wenn Sie die meisten Features, die ich heute vorgestellt habe, mit Ausnahme der Schmierstoffverteilung und dem GDE-Import, sind alle Features in den Standardversionen enthalten. Sollten Sie da trotzdem eine Testlizenz brauchen, melden Sie sich einfach bei uns. Wir stellen Ihnen da gerne nochmal eine Testlizenz zur Verfügung. Ende der Beta-Phase wäre dann der 26.06., sodass wir nochmal ein bisschen Zeit haben, Ihre Rückmeldungen zu integrieren und würden dann die Freigabe der FVA Workbench 6.0 am 15.07. erwarten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, würde Ihnen jetzt gerne noch mal kurz zeigen, wie Sie an eine Testlizenz kommen. Wir haben Ihnen hier unten in den Unterlagen zwei Dokumente angehängt. Das eine ist die Broschüre zur FVA. Eine Anleitung, wie Sie die Testlizenz erzeugen können. Und Sie finden hier eine detaillierte Anleitung, beispielsweise wo Sie denn Ihr Key-Tool herbekommen, direkt mit dem Link, an welche E-Mail-Adresse Sie das Key-Tool schicken müssen, sodass Ihnen alles dann nochmal zur Hand ist, wenn Sie eine Testlizenz beantragen möchten. Ich sage herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie hoffentlich gesund und es würde mich freuen, von Ihnen zu hören, wie Ihnen die neue Workbench gefällt. Wenn Sie
Anregungen haben, wenn Sie Feature-Wünsche haben, teilen Sie uns das bitte mit. Dann können wir die Workbench nochmal besser machen. Herzlichen Dank.